Hey da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu den Kaijus. Auch wenn die jetzt nicht komplett neu sind, haben wir noch nicht über die geredet, weil bisher immer nur ein paar Karten kamen und da hat sich's nicht wirklich gelohnt. Aber jetzt haben sie langsam eine Menge Karten angesammelt, auch relativ interessante, und deswegen kommt endlich mal das Review zu denen. Also die kamen im selben Set raus wie die Cosmo, sind auch TCG Exclusive Themedeck und haben, also Cosmo hat Burning Abyss abgelöst als TCG Exclusive und die haben halt die UAs abgelöst. Kam bisher in jedem Set 3, sprich mit dem Set kam jetzt die 7., 8. und 9. Kaiju-Karte und dementsprechend auch genug Karten, um jetzt drüber zu reden. Also die Kaijus können halt gegnerische Monster opfern und dann sich selbst beschwören, aber auf die gegnerische Seite, also so wie Lava Golem und Volcanic Queen, und damit verschiedenen Effekten zurückholen. Deswegen werden die auch mit den Gradles kombiniert zusammengespielt. Deck Profile haben wir dazu gemacht, kam ganz gut an. War sogar Top 8 Regionals bei uns. Findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Dann kommen wir auch schon zum ersten Kaiju. Und zwar Kumongus, The Sticky String Kaiju. Erde, Insekt, Level 7. Obwohl diese ganzen Werte keine Bedeutung haben eigentlich. Dann der erste Effekt hat jeder von den Kaijus, und zwar, dass du den specialen kannst auf die gegnerische Seite, also von deiner Hand auf die gegnerische Seite in Angriffsposition, indem du ein gegnerisches Monster, das er kontrolliert, tributest. Und falls dein Gegner ein Kaiju-Monster kontrolliert, kannst du eins von deiner Hand specialen in Angriffsposition. Und du darfst nur ein Kaiju-Monster kontrollieren, und dann hat jeder von den Kaijus seinen eigenen individuellen Effekt. Und dieser Sticky String kann jetzt jedes Mal, wenn dein Gegner ein Monster normalt oder specialt, zwei Kaiju-Counter von irgendwo auf dem Feld entfernen. Und das Monster oder die Monster, die beschworen wurden, können in dieser Runde nicht angreifen und auch nicht ihren Effekt aktivieren. Effekt ist okay, aber das gegnerische Monster ist immer noch auf dem Feld dann. Und zwei, vier ATK sind jetzt auch nicht so überklass. Ich würde dem erstmal 5 von 10 Sternen geben, Durchschnitt, und dann schauen wir mal weiter, was die anderen können. Da haben wir als nächstes Dogoran, The Mad Flame Kaiju. Level 8, 3000 ATK, schon mal ziemlich viel. Erster Effekt wieder derselbe, und sein eigener Effekt ist: einmal pro Runde kannst du drei Kaiju-Counter vom Spielfeld entfernen und alle gegnerischen Monster zerstören. Und dafür kann er diese Runde nicht angreifen. Ziemlich starker Effekt und auch sehr starke Werte, 3000 ATK. Kannst mit allem aufnehmen, Destroyer und sowas. Also, ich würde dem 7 von 10 Sternen geben. Dann haben wir die Spielfeldzauberkarte. Jedes dieser neuen Themendecks hat ja irgendwie jetzt eine eigene Spielfeldzauberkarte. Also, normal stelle ich ja erst alle Monster vor, dann alle Zauber, dann Fallen und sowas. Aber in dem Fall stelle ich erst die drei vor, die zuerst kamen. Dann die anderen drei, die kamen, und dann die letzten drei, die kamen. Also deswegen ist das mit Zauber und Fallen durcheinander gemischt. Also die Spielfeldzauberkarte Kyoto Waterfront erhält jedes Mal, wenn eine Karte vom Feld auf den Friedhof geht, einen Kaiju-Counter. Maximal 5. Okay, das ist schon mal wichtig zu wissen. Und einmal pro Runde kannst du drei oder mehr. Also, falls du drei oder mehr Kaiju-Counters hast auf dieser Karte, kannst du einen Kaiju-Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Also Searcher. Einmal pro Runde searchen, nicht schlecht. Falls diese Karte zerstört wird, kannst du stattdessen einen Kaiju-Counter entfernen. Was ziemlich krass ist, zum Beispiel MST drauf. Einfach Counter entfernen und der MST gibt dann einen weiteren Counter. Also fast unzerstörbar, diese Karte. Und jede Runde ein Monster suchen, auch sehr stark. Das mit dem maximal 5 muss ich noch schauen, wie teuer diese Effekte von den Kaijus sind und wie stark diese Begrenzung das beeinflusst. Aber der restliche Effekt ziemlich stark, und ich würde dem 8 von 10 Sternen geben. Schützt sich selber und jede Runde searchen, auf jeden Fall sehr stark. Dann kommen wir zu den nächsten drei, die veröffentlicht wurden. Die waren im letzten Set drin. Da haben wir als erstes Radiant, der Multidimensional Kaiju. Sieht für mich eher aus wie ein Monarch, aber egal. Fiend, Level 7. Und der kann einmal pro Runde zwei Kaiju-Counter entfernen.
Dafür kannst du einen Radiant Token mit denselben Werten wie er. Außer Defense 0 anstatt Defense 2,5. Spezialbeschwören. Und das Token kann nicht als Synchromaterial benutzt werden. Also er hat 2,8 und das Token hat dann auch 2,8, aber ansonsten relativ nutzloser Effekt, finde ich. Erinnert mich an den 6er von Cosmo, der Tokens produziert. Und den spielt auch keiner. Und dasselbe finde ich von diesem Kaiju. Also würde ich dem sogar nur 4 von 10 Sternen geben. Dann haben wir als nächstes Gamma Seal, the Sea Turtle Kaiju. Also ich weiß, dass der gut ist. Also der ist so gut, dass Nicht-Kaiju-Spieler, die eigentlich keinen Plan haben, sogar wissen, dass der nicht schlecht ist. Und der kann in einer beliebigen Runde, wenn dein Gegner Karten oder Karteneffekte aktiviert, außer halt der Effekt von Gamma Seal selbst, dann kannst du 2 Kaiju-Counter auf dem Feld entfernen und diese Aktivierung negieren. Und falls du das tust, kannst du sogar die Karte banishen. Also ziemlich starker Effekt. Negiere einfach alles und das Negierte wird sogar gebanished. Sozusagen das Boss-Monster, denke ich mal. Problem ist halt, wenn du dem Gegner das gibst, dass er den Effekt auch nutzen kann. Also muss man da sehr aufpassen. Also normalerweise ist es sogar ein Vorteil, dass die Karte gebanished wird. Aber in dem Fall könnte es sogar ein Nachteil sein, weil sie nicht in den Friedhof kommt und dadurch keinen Counter gibt für die Stadt. Und dadurch kann er nur eine limitierte Anzahl negieren. Aber ich würde ihm trotzdem 7 von 10 Sternen geben. Ziemlich guter Effekt, aber nicht überkrass. Dann kommen wir zu Kaiju Capture Mission. Erste Fallenkarte, dauerhaft. Und die kann einmal pro Runde, wenn weniger als 3 Kaiju-Counter auf dem Feld liegen, kannst du ein Kaiju-Monster auf dem Feld wählen und es in die verdeckte Verteidigungsposition drehen. Und dann ein Kaiju-Counter auf diese Fallenkarte setzen. Maximal 3. Der zweite Effekt ist, falls diese Karte in deiner Herrschaft zerstört werden würde durch einen gegnerischen Karteneffekt und auf den Friedhof geht, kannst du 2 Karten ziehen. Also auch ein selbstschützender Effekt, so dass der Gegner das nicht zerstört. Und der erste Effekt wusste ich jetzt nicht, wann und wie ich ein Kaiju-Monster verdecken wollen würde. Also man kann gegnerische und auch seinen eigenen verdecken. Wahrscheinlich, weil wenn du ein Kaiju-Monster kontrollierst, also du kannst nur eins kontrollieren. Falls du es dann verdeckst, kannst du noch eins beschwören. Oder halt, wenn der gegnerische einen hat und sein Effekt dich stört oder so, keine Ahnung. Da ich die Strategie von dem Deck nicht kenne und auch nicht abschätzen kann, wann man das einsetzen wollen würde, gebe ich dem mal keine Sterne. Dann kommen wir zu den neuen drei, die in diesem Set Breaker of Shadows rausgekommen sind. Da haben wir als erstes Gadaria, The Mysterious Dust Kaiju, Level 8 Insekt, 2,7 ATK, 1,6 Death. Und einmal pro Runde, in einer beliebigen Runde, kannst du 3 Kaiju-Counter auf dem Feldverband entfernen. Und die ATK und Defense aller anderen Monster auf dem Feld werden halbiert. Klingt jetzt auch nicht so krass. Man kann es im Damage-Step einsetzen und kannst es verwenden, falls du deinem Gegner ein zu starkes Kaiju gegeben hast. Keine Ahnung. Also, ich würde dem auch erstmal 5 von 10 Sternen geben. Dann haben wir da Chizukiro, The Star Destroyer Kaiju. 3300 ATK, 2,6 Def. Maschine, Licht, Level 10. Und er kann auch in einer beliebigen Runde seinen Effekt aktivieren, falls ein Effekt oder eine Karte aktiviert wurde, die genau eine Karte auf dem Feld zielt. Dann kannst du wieder 3 Kaiju-Counter entfernen auf dem Feld und diesen Effekt, diese Karte negieren. Falls du das tust, kannst du eine Karte auf dem Feld zerstören. Sehr starke Werte, 3300 ATK. Effekt auch relativ nützlich, auch wenn das ein bisschen situationsabhängig ist mit genau einer Karte wählen. Deswegen gebe ich dir mal 6 von 10 Sternen. Besser als die anderen, aber schlechter als die 2 besseren da. Dann kommen wir zu der letzten Karte, Zauberkarte, auch die einzige Super Rare, Interrupted Kaiju Dream. Zerstöre so viele Monster auf dem Feld wie möglich, da kannst du 2 Kaiju Monster von deinem Deck mit verschiedenen Namen in Angriffspositionen aufs Spielfeld beschwören, eins auf deine Seite, eins auf die gegnerische. Die können ihre Positionen nicht ändern und müssen in dieser Runde angreifen oder müssen allgemein angreifen.
Und während der Mainphase, falls diese Karte im Friedhof ist, außer in der Runde, in der sie halt in den Friedhof geht, kannst du sie banishen und dann ein Kaiju-Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Also sehr starke Karte mit drei Effekten. Alle Monster auf dem Feld zerstören, zwei Monster aus dem Deck specialen und dann auch noch searchen. Also direkt dreimal ins Kaiju-Deck ein und ich würde der 9 von 10 Sternen geben, vielleicht sogar 9,5. Ich finde den Effekt einfach zu krass, schwarzes Loch, dann aus dem Deck specialen und dann auch noch searchen. Alles in einem, echt krass. Viele Team-Decks, die nur einen von diesen Effekten bekommen würden, wären schon froh über diesen Support und die kriegen halt alles in, auf einmal in einer Karte. So, das war's mit dem Kaijus. Neun Karten haben die bisher. Ein paar interessante, also 2 bis 3 von den Monstern und dann die Spielfeld-Zauberkarte und die neue Zauberkarte sind meiner Meinung nach sehr interessant. Der Rest der Monster eher nicht so. Aber man kann sie immer noch nicht alleine spielen, also man braucht immer noch Supportkarten. Wie eben die Gradle, die perfekt dazu passen oder diese Fallenkarten, die die Kontrolle über die Monster wieder zurückgibt an den Originalbeherrscher. Also ich würde denen 7 von 10 Sternen geben. Die Themendecks in letzter Zeit waren auf jeden Fall schlecht, also das ist schon eines der besseren. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt mit dem Meta mithalten kann oder richtig überbroken ist, hat es auf jeden Fall Potenzial, kann man vorstellen, dass es Spaß macht und ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Kann man schon mal auspacken und dann eben ein paar Überraschungswins einfahren damit. So wie der eine, von dem wir Deckprofile gemacht haben, gegen Tati. Also sowas, denke ich mal, kann öfters passieren. Sein Deckprofile, wie gesagt, unten nochmal in der Beschreibung und vielleicht fragen wir ihn nochmal nach einem Update und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. Ansonsten war es das auch schon wieder. Könnt unten in die Kommentare gerne schreiben, was ihr von den Kaijus haltet. Ob ihr sie auch spielt oder spielen wollt oder ob ihr die vielleicht sogar scheiße findet, wer weiß. Ansonsten leidet nicht. Leute, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mir's.